Im Juni 2011 ist sie 100 Jahre alt geworden. 310-23. Eine Ikone des Lokomotivbaus in Österreich. Die immer noch betriebsfähige Schnellzugdampflok ist auf Geburtstagsfahrt. Zwischen Gensandorf und Deutsche Wagram wurde sie vor 100 Jahren abgenommen. Am 19. Juni gibt es eine Wiederholung der damaligen Polizeifahrt. Das ist die Geburtstagstorte, 310-23 in Kuchenform. Stammlokführer Günther Wendel darf das erste Stück anschneiden. Für ihn ist die 310er Teil seines Lebens geworden. Gerne hätte er bei der nachgestellten Polizeifahrt die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Es ist schon ein erhabenes Gefühl, wenn man dann wirklich den 100-jährigen Zug sozusagen einmal nachstellen kann. Und wirklich auf Geschwindigkeit fährt, aber dass uns da der Straßhof abgeworfen hat mit der Fahrt auf die Seite, das war natürlich eine Niederlage. Wir haben nur 90 Stundenkilometer geschafft und wir hätten, wenn wir durchgefahren waren in Straßhof, den 100er hätten wir Flug gepackt. Happy Birthday to you! Happy Birthday! Die Firma Rocker hat in Rücksprache mit dem Eisenbahnmuseum Straßhof ein Modell der Dampflokomotive 310-23 in der Ausführung der Epoche 3 realisiert. Und das erste Serienmodell möchte ich bitte an den Vereinspräsidenten, Herrn Kiesling, überreichen. Dankeschön vielmals. Ist uns eine besondere Ehre und sie wird in unserer Sammlung auch einen besonderen Platz haben. 100 Jahre alt und kein bisschen leise. Die alte Dame erfreut sich bester Gesundheit und ist in guter Gesellschaft. Zwanzig Jahre älter ist 17C372, eine der ältesten betriebsfähigen Schnellzugloks in Europa. Ebenfalls im Eisenbahnmuseum Straßhof untergebracht.